Hallo, mein Name ist Tanja Hansen von Käthe-Ding Saarland. Ich mache die mobile Katzenbetreuung im Saarland und ich bin Tierpsychologin. Für das heutige Thema habe ich mich ein bisschen in ein gemütlicheres Zimmer zurückgezogen und ein paar Kerzen angezündet, denn es soll um das Thema Sterben bei der Katze gehen. Mich fragen immer wieder Kunden, oh, meine Katze, die ist jetzt schon so alt und ja, ich will den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen. Wann muss ich die denn einschläfern und woran merke ich denn überhaupt, dass meine Katze jetzt gar nicht mehr leben will? Woran merke ich denn, dass die Katze sich im Sterbeprozess befindet und was kann ich denn tun und ich möchte alles richtig machen? Ja, Katzen werden immer älter, Gott sei Dank, nur leidet oft die Lebensqualität darunter, weil auch Katzen natürlich sehr, sehr oft im Alter krank werden. Heutzutage ist es keine Seltenheit, dass Katzen 20 werden. Ich habe jetzt eine Omi-Katze, die Tammy, die ist 22. Unglaublich, aber wahr, die überlebt hier echt alles. Und natürlich gibt es Anzeichen, dass die Katzen älter werden. Sie kriegen das ein oder andere Zipperlein, sie werden krank, oft sind die Nieren betroffen, auch mal das Herz. Auch alte Katzen können dement oder blind werden, haben Diabetes, irgendwelche Organerkrankungen, Arthrose. Die Zähne fallen aus oder werden schlecht. Ja, das Blut wird schlechter. Und im Prinzip ist es so wie bei alten Menschen. Die schlafen ganz, ganz viel. Die sind nicht mehr ganz so aktiv. Sie spielen nicht mehr ganz so viel. Es sind nur noch kurze Einheiten, wenn überhaupt. Sie sind sehr, sehr verschmust. Und sie haben vielleicht ein bisschen Probleme mit dem Essen, weil die Zähne nicht mehr so mitmachen oder weil sie einfach mäkelig werden. Sie entwickeln irgendwelche Eigenarten. Das alles sind typische Alterserscheinungen. Das ist aber alles gar nicht schlimm. Das heißt nicht, dass die Katze jetzt ab sofort im Sterben liegt. Sie schlafen vermehrt, wie gesagt. Allerdings, wenn sie dann apathisch wirken und so ganz lustlos und so einen ganz, ganz leeren Blick kriegen, vielleicht auch Schmerzen anzeigen. Das tun Katzen ganz, ganz selten. Dann ist es vielleicht so ganz langsam an der Zeit, mal drüber nachzudenken, ob die Katze noch Lebensqualität hat, wenn eine ganz, ganz gravierende Wesensveränderung eingetreten hat zwischenzeitlich. Die Katze zieht sich sehr, sehr zurück. Die Katze möchte nicht mehr am Leben teilhaben. Die Katze isst sehr, sehr wenig und man hat einfach so den Eindruck, sie quält sich. Ja, sie hat keine Lebensfreude mehr. Wenn sie früher ein Freigänger war, dann möchte sie so gar, gar, gar nicht mehr raus. Und irgendwie ist die Katze wirklich sehr, sehr in sich gekehrt. Ich meine, ja, man kann natürlich zum Tierarzt gehen und das alles abklären. Das sollte man auch tun. Und dann ist es natürlich auch an der Zeit zu überlegen, macht das jetzt auch alles noch Sinn? Oder Gott sei Dank kann man bei den Tieren dann ja eine Sterbehilfe, nenne ich es jetzt mal, benutzen. Und sie dann gehen lassen. Wie merkst du es jetzt? Also es ist ganz eindeutig ein Gefühl. Solange es in deinem Kopf noch hin und her geht, ja, nein, ja, nein, ja, nein, einschläfern, ja, nein, Gott, Verzweiflung, dann ist der Zeitpunkt noch nicht da. Das möchte ich ganz eindrücklich betonen. Ich war schon ganz, ganz oft in derselben Situation. Ich habe schon viele, viele Tiere zu Grabe getragen und die sind leider nicht von selber gestorben. Die allermeisten, das heißt, da muss ein Tierarzt kommen und uns helfen. Wir haben das alles ganz, ganz intensiv miteinander erlebt. Und natürlich ging mir dann auch durch den Kopf, was mache ich denn? Wann soll der Tierarzt kommen? Oh nein, ich habe die Katze oder den Hund gequält. Es hat so lange gedauert. Ich konnte mich von dem Tier nicht trennen. Oder war das jetzt der richtige Zeitpunkt? Glaub mir eins, die Frage stellst du dir immer. Es ist egal, ob du jetzt denkst, hätte das Tier vielleicht noch ein paar Wochen, Monate leben können oder der umgekehrte Fall, in dem du sagst, ah, habe ich es vielleicht zu lange gequält und leiden lassen. Die Frage wird dich leider immer begleiten, aber es ist tatsächlich so, es wird wirklich in dem Augenblick ein ganz, ganz eindeutiges Gefühl kommen und sagen, du wirst die Katze angucken oder den Hund und sagen, okay, es ist jetzt Zeit, den Tierarzt anzurufen. Und ich möchte auch immer betonen, bitte hol den Tierarzt nach Hause. Es ist für das sterbende Tier, das vielleicht noch Schmerzen hat, zusätzlicher Stress, dann in die Tierarztpraxis gebracht zu werden. Hol den Tierarzt heim, gemütlich, mach's dir gemütlich, mach's dem Tier gemütlich, ganz, ganz intensiv noch Zeit miteinander verbringen.
Und ich habe auch ein extra Video irgendwann mal dazu gemacht, Sterbebegleitung beim Tier. Da kannst du mal reinschauen. Aber ich wollte jetzt einfach mal so an die Hand geben, vielleicht den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Wie gesagt, solange es noch in deinem Kopf geht, ja, nein, ja, nein, ja, nein, das ist nicht der Zeitpunkt, das Tier gehen zu lassen. Natürlich musst du auch immer in dich reinfühlen. Wie sieht es mit der Lebensqualität aus? Hat das Tier noch mehr gute Tage als schlechte Tage? Die schlechten Tage, die werden immer öfter kommen und immer in kürzeren Zeitabständen. Das heißt, je öfter diese schlechten Tage kommen, desto näher ist natürlich der Abschiedszeitpunkt. Ja? Und wenn die Tage natürlich, an denen es dem Tier schlecht geht, ganz, ganz oft da sind, das heißt, weiß ich nicht, der Katze geht 6 Tage in der Woche scheiße, schlecht und einen Tag gut und man klammert sich dann so an diesem einen Tag fest, das ist nicht gut, da ist es wirklich dann an der Zeit, von dem Tier Abschied zu nehmen. Aber wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, in dich reinzufühlen. Und auch wenn andere Leute und wenn 5 Stück sind, sagen, möchtest du dich jetzt nicht mal langsam von dem Tier trennen und innerlich, ganz wahrhaftig, sagt in dir, nein, es ist noch nicht der Zeitpunkt und du bist wirklich klar, es ist einfach noch nicht der Zeitpunkt. Du kennst dein Tier am besten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das nie vergisst. Du kennst dein Tier am besten. Der Tierarzt oder derjenige, der Tierheilpraktiker, wie auch immer, der das Tier behandelt, der sieht es immer nur in dem Augenblick, in dem es ihm richtig schlecht geht, weil dann gehst du ja zum Tierarzt und sagst, Hilfe, was mache ich denn jetzt? Das darf man nie vergessen. Gleichzeitig ist es natürlich so, die haben von den organischen Sachen natürlich Ahnung und können dir dann sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt hoch, dass das Tier jetzt nicht mehr so lange zu leben hat und überlegen sie, ob es halt Lebensqualität hat. Was ich immer sehr schlecht finde und sehr unempathisch von Tierärzten ist, wenn sie dann halt sagen, nee, schläfern sie es jetzt dann besser gleich ein. Sorry, aber es ist mein Tier, es ist meine Entscheidung. Der Arzt oder der Tierheilpraktiker kann beraten, ja, aber es ist deine Entscheidung und die sollte immer im Reinen mit dir geschehen, ja. Und fühl einfach in dich, fühl in dich, hör auf dein Herz, wäge natürlich auch mit dem Verstand ab, aber es wird der Zeitpunkt kommen, da gebe ich dir Brief und Siegel, da guckst du dieses Tier an und sagst, okay, in Liebe, auf Wiedersehen. Und jetzt ist es dann einfach so. Das wollte ich dir nur mit an die Hand geben. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wenn du dazu, zu diesem Thema noch irgendwie Fragen hast, dann schreib mich gerne an. info@catsa.de. Ich habe einen reichen Erfahrungsschatz mittlerweile, weil ich auch eine bin, die immer die alten Tiere aus dem Tierheim holt. An denen habe ich zwar nicht 10 Jahre, aber an denen habe ich echt eine intensive Zeit und ja, eine ganz, ganz tiefe Verbindung. Und ja, ich freue mich drauf, wenn du mich kontaktierst. Ansonsten genieß deine Zeit mit dem betagten Tier. Es muss ja nicht im Sterben liegen. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass sterbende Tiere auch einfach so einen ganz leeren Blick kriegen. Also, ich sag dir eins, du wirst es wirklich erkennen, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Zeit mit deinem Tier. Alles Liebe, bis bald. Ciao.